Willkommen zum nächsten 5M Scripting Tutorial in C#. Heute widmen wir uns einmal dem serverseitigen Code. Das heißt, wir erstellen ein neues Projekt für unseren serverseitigen Code und schauen uns mal an, was es für Events gibt und schreiben mal was in die Serverkonsole. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst gerne schon mal ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr Fragen oder Probleme habt, schaut gerne bei mir auf Discord vorbei. Dort stehen wir euch immer zur Verfügung. Wir gehen hier unten auf Neues Projekt erstellen. Dann wählen wir wieder hier oben aus das .NET und erstellen wieder eine Klassenbibliothek. Der geben wir einen Namen. Ich nenne die jetzt 5M Tutorial Game Mode Server. Ihr könnt dem irgendeinen besseren Namen geben. So können wir es gut unterscheiden im Tutorials Ordner, in einem anderen Ordner natürlich. Wir sagen erstellen. Achtet bitte darauf, dass ihr immer noch bei .NET Framework 4.5.2 seid, denn nur das ist mit 5M aktuell kompatibel. Wir erstellen das Projekt und lassen es wieder initialisieren und müssen dann wieder ein paar Einstellungen vornehmen. Zuerst einmal müssen wir bei Verweise wieder einen neuen Verweis hinzufügen, und zwar unsere CitizenFXCore.dll. Das finden wir, wenn ihr das erste Tutorial nicht gesehen habt, indem wir auf Durchsuchen klicken. Dann suchen wir nach Local App Data %. Dann finden wir hier den Ordner 5M. Hier gehen wir nach 5M Application Data. Hier gehen wir dann nach Citizen CLR2 Lib Mono 4.5. Hier finden wir dann die CitizenFX.core.dll, hinzufügen, OK. Dann haben wir die hier hinzugefügt und können über das Using diese hier einbauen, indem wir sagen Using CitizenFX.core und Using CitizenFX.core.native, um auf die Native-Funktion Zugriff zu haben. Anschließend muss unsere Klasse noch von BasicScript erben. Das machen wir mit einem Doppelpunkt und sagen dann bitte einmal von BasicScript erben. Dann brauchen wir noch den Konstruktor, den wir mit Public Class 1, also einer Funktion, die genauso heißt wie unsere Klasse, erstellen können. Soweit so gut, ist es zu dem clientseitigen Code nicht viel anders. Wir sehen uns aber hier im serverseitigen Code und können auch die serverseitigen Funktionalitäten natürlich aufrufen. Und dazu können wir wieder einen Event-Händler erstellen, um auf Events horchen zu können, wie zum Beispiel auf das Event, was wir uns mal anschauen können im Wiki. Hier gibt es die Core-Events, zum Beispiel Entity Created oder On Resource Starting, On Resource Start. Ich würde sagen, wir reagieren gleich mal auf On Resource Starting und schreiben dann mal was in die Konsole rein. Dazu erstellen wir hier einen neuen Event-Händler. Wir sagen dann wieder Event Handlers mit dem S hinten .add. Jetzt wird ein Key erwartet, und zwar der Key von dem Event, wie zum Beispiel on resource starting, was wir eben im Wiki gesehen haben, und sagen jetzt mal hier on resource starting, und da wird wieder eine Action erwartet oder ein Delegat. Deswegen sagen wir new action und rufen die Funktion auf on resource starting. 7 Kolon am Ende. Erstellen eine neue Funktion, sagen public static void, wir wollen nichts zurückgeben, on resource starting. Und wie im zweiten Part bei den Basics können wir jetzt mit console.writeline etwas reinschreiben. Server Ressource geladen zum Beispiel. Wir könnten natürlich auch auf dem anderes Event noch horchen, zum Beispiel sagen wir hier oben dann eventHandlers.add. Dann sagen wir auch mal Player Joining und geben dem ein Delegat New Action on Player Connect, nenne ich das einfach mal. Und dann können wir hier unten reinschreiben Public Static Void on Player Connect. Und jetzt können wir mal kurz schauen im Wiki. Dann suchen wir mal nach Player Connecting. Oh, was haben wir geschrieben? Player Joining, ne? Haben wir gedacht. Player Joining. Ja, wir wollen aber auf Connecting. Ja, Ruhe, lass mal on Player Joining abfragen. Player Joining, sagen wir nämlich auch, die Funktion heißt on Player Joining. Nennen das mal hier unten um. Und gucken mal, was das für Funktion oder für Parameter erwartet, eher gesagt. Player Joining Source
String und Old ID String. Okay. Dann werden hier Parameter erwartet. String Source und String Old ID. Können wir ebenfalls mal ausgeben, indem wir sagen console.WriteLine. Und dann sagen wir hier einfach, wollen wir einfach mal ausgeben, sagen hier on player joining, joining, können wir einen Doppelpunkt sagen, mit dem Plus können wir Variablen hinzufügen, sagen hier mal source, dann wieder ein Plus, Leerzeichen und dann sagen wir plus old ID und geben mal das aus. On player joining heißt das Event und hier werden Parameter erwartet. Und zwar String in der doppelten Version. String, String. Zwei Strings, einmal Sort. Natürlich sollte man hier String dann auch groß schreiben zweimal. String, String. So. Gut. Schauen wir nochmal ins Wiki. Das sind wie gesagt die Core-Funktionen. Wir können natürlich auch, wenn wir hier sagen Server Functions, dann Server Functions in C#, können wir hier auf die Native-Referenz gehen. Und sehen dann noch ein paar verschiedene andere Sachen. Es gibt hier ganz, ganz viele. Ich glaube, wir können hier auch so ein Blip erstellen. Add Blip for Area. Und so weiter und so fort. Hier gibt es sehr, sehr viele Funktionen, die wir nach Lust und Laune erstellen können. Und die ein oder andere werden wir bestimmt auch noch benutzen. So, wir speichern das hier. Gehen hier nochmal auf unseren Citizen FX Core. Unten sagen wir da wieder lokale Kopie false, machen Rechtsklick auf unser Serverprojekt, Eigenschaften, Build, definieren wieder hier den Output-Pfad, Output, speichern das auch, gehen zum Projektmappen Explorer, sagen erstellen, lassen das dann einmal erstellen, erstellen ein erfolgreich, öffnen mal den Ordner für uns, Tutorials Ordner, gehen hier in 5M Tutorial Game Mode Server rein. In den Output-Folder kopieren uns die DLL, gehen dann in unseren Server-Ordner rein, txdata, cfx-default, resources, tutorial game mode, kopieren die hier rein, benennen die einmal um zu .net.dll und öffnen unsere fx-manifest mit VS Code, fügen hier einen weiteren Abschnitt hinzu und zwar Server oder Script und kopieren dann hier den Namen von dieser neuen Server DLL einmal rein. Punkt DLL nicht vergessen. Speichern das Ganze. Dann prüft ihr einmal, ob es noch in der Server CFG drin steht. Und startet den Server im Serverordner. Und zwar die fx-server.exe. Lassen wir den mal durchlaufen. So, jetzt sehen wir hier schon. Startet Resource Tutorial Game Mod. Hier kommt dann unsere Konsolenausgabe, Server Resource geladen, mit dass eine Instanz hier initialisiert wird und zwar Class 1. Jetzt werden wir mal auf den Server drauf joinen und schauen mal, ob was dann in der Konsole passiert. Wir starten wieder 5M. Joinen wieder hier auf unseren lokalen Server und sehen dann on player connecting, sehen wir hier Namen und die Old ID. So, damit sind wir auch wieder am Ende von dem Tutorial angekommen. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, was wir hier einmal besprechen sollen, dann schreibt mir gerne auf Discord oder hier in die Kommentarfunktion und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.